Moin, moin, liebe Gönnergy-Freunde. Heute sitzen wir hier, um White Peach zu probieren. Die Sorte eigentlich am meisten gespannt, weil normaler Eistee schmeckt für sich mega nice. Wie es jetzt mit Kohlensäure ist, bin ich sehr gespannt drauf. Das Sweet Lemon hat mir relativ gut geschmeckt. Und jetzt bin ich hier gespannt. Ich entschuldige mich erstmal für den Cut-Fehler gestern, wo am Ende einfach schwarzes Bild kurz war. Tut mir auf jeden Fall leid. Ich hoffe, es wird mir hier nicht nochmal passieren. Man liebt es einfach. Riecht auf jeden Fall nicht so pfirsich, wie ich es erwartet habe. Prost. Aber dafür umso geschmacksintensiver. Ja. Das Gefühl diesmal bei den Sorten, gut, ich weiß nicht, wie Juneberry ist, kann danach erst abschließen, was dazu sagen. Genau, auf jeden Fall besser getroffen als bei den ersten Release, ne, mit Raspberry Cheesecake, mit Tropical und mit Blueberry Coconut. Vielleicht war es hier diesmal auch das Ding, dass man sich auf einen Geschmack spezialisiert hat, kann man fast sagen. Aber der White Peach. Hab gedacht, ich höre sprudeln irgendwie so, holy shit, da ist viel Kohlensäure drin. Ja. Ein guter Geschmack. Ja, als wie wenn man in einen geilen Pfirsich einfach beißt. Tatsächlich. Gepaart mit der Kohlensäure. Dazu eine Prise eiskalt. Konnt ihr gerade so ein bisschen... sieht man über die Cam nicht, das so runterstreichen und das war dann ja, wie so eine kleine Tauschschicht. Sehr lecker. Kann ich mich absolut nicht beschweren. Kann ich auch jedem empfehlen, der aber für sich Bock hat. Hätte ich nicht erwartet. Nice. Kann man sich echt gut gönnen. Und dann beim nächsten Mal gibt es dann tatsächlich Juneberry. Da gibt es dann auch das Ranking von meinen Lieblingsgeschmäckern. Bis dahin bedanke ich mich, lasst gerne ein Abo da, um das letzte nicht zu verpassen. Und wenn ihr Influencer-Produkte vorschlagen möchtet, macht das gerne. Prime ist dabei erstmal ausgeschlossen, habe ich schon durch meinen Sohn probiert. Und Pizza oder so ist leider auch nicht möglich, wir haben keinen Backofen. Ja, so viel dazu und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.